Mein Name ist Alexander Müller, ich bin 29 Jahre alt, bin Augenoptiker in Neustadt und seit 1. Mai Stadtrat und Sportbeauftragter der Stadt Neustadt. Ich bin Sportbeauftragter aus Überzeugung, da ich selbst in vielen Vereinen tätig war, sowohl als Spieler als auch Trainer und Übungsleiter. Und ich finde wichtig, die Sozialkompetenz, die vermittelt wird, das Gemeinschaftliche. Sportbeauftragter ist grundsätzlich dazu da, um zwischen den Sportvereinen und der Stadt zu vermitteln und im besten Fall die Sportvereine dabei zu unterstützen, ihre Ziele besser mit der Hilfe der Stadt zu erreichen. Als Sportbeauftragter hat Corona meine Arbeit insoweit eingeschränkt, dass ich meine normale Arbeit, was ich mir meine normale Arbeit vorstelle als Sportbeauftragte, nicht ausüben konnte, da kaum Sportveranstaltungen, Turniere etc. stattgefunden haben und meine Aufgabe war mehr daran gelegen, Hygiene- und Schutzkonzepte für Sportplätze und Hallen durchzuarbeiten. Vereine sind wichtig, um Sozialkompetenz weiterzutragen, um Teamwork weiterzutragen, um selbst mal Verantwortung zu übernehmen, in einem kleinen Teil, sei es als Trainer oder Übungsleiter, dass man selbst mal was weitergibt, was man selbst gelernt hat. Durch die Vereine, wo wir auf den Ortsteilen und in der Kernstadt haben, werden Kirchweihs durchgeführt, werden Dorffeste organisiert. Gerade das ist auch wichtig auf dem ländlichen Raum für den Zusammenhalt der Bürger, ob als Mitglied oder als Helfer oder auch nur als Gast vor Ort auf dem Fest, um einfach den Zusammenhalt insgesamt ein bisschen zu stärken. Ich habe mir Gedanken gemacht für alle Leute, die ihre Vereine und die Vereinsarbeit und die Zusammenkunft und Sozialkontakte vermissen. Bleibt bei den Vereinen, wartet ab, bis das Corona-Thema endlich irgendwann zu einem guten Ende findet und wir ganz normal zu der Vereinsarbeit zurückkehren können. Die Vereine brauchen euch, die Vereine brauchen euch als Mitglieder. Und früher oder später wird euch das alles wieder zurückgegeben, was euch jetzt gerade fehlt. Ich wünsche euch ein gesundes Jahr. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Corona überstehen und damit danach noch alle Vereine, so wie wir sie kennen, bestehen, um unsere nachfolgenden Generationen das Ähnliche zu vermitteln, was wir davon profitiert haben. Ich hoffe, dass wir uns 2021, wenn möglich, wieder alle gesund und munter bei den Sportvereinen und ihren Veranstaltungen sehen. Alles Gute euch, bis bald.